Die Animation zeigt uns, wie in der Theorie optimal berechnete Armaturen sich in einer reellen Anlage verhalten. Unser Beispielobjekt ist eine Hotelanlage mit 8 Zimmern entlang eines Flures. Wir betrachten eine Standardlösung, bei der an jedem Verbraucher ein differenzdruckabhängiges Regelventil TBVCM mit stetigem Antrieb EMOTM sowie zu Wartungszwecken ein Globohahn, Kugelhahn montiert sind. Wir betrachten den Auslegungszustand. Es sind alle 8 Räume belegt und die Fan-Coil-Units sind eingeschaltet. Zur Vereinfachung sind in der Skizze nicht alle 8 Units gezeigt, sondern nur die Geräte in den beiden ersten und den beiden letzten Räumen. Die Fan-Coil-Units werden von den Regelventilen mit der Nennwassermenge versorgt. Dank der korrekten Dimensionierung und Einstellung der Regelventile erhält jedes Gerät einen Durchfluss von 310 Liter pro Stunde. Das zweite Bild zeigt jetzt unsere Anlage in einem 50% Lastzustand. Die vorderen 4 Räume sind nicht belegt und die Geräte sind ausgeschaltet. Aufgrund des in Summe geringeren Durchflusses reduziert sich der Druckverlust in Rohrleitung und Wärmetauscher. Beim Wärmetauscher ergibt sich so eine Reduzierung von 20 kPa auf 5 kPa. Die Pumpe ist auf konstante Druckdifferenz eingestellt und bietet dem System unverändert 55 kPa an. Damit steht an den geöffneten Regelventilen in den Räumen 5 bis 8 eine größere Druckdifferenz zur Verfügung als bei der Auslegung berücksichtigt. Damit steigt der Durchfluss an diesen Regelventilen um 36% auf 420 Liter pro Stunde an. Im weiteren Bild sehen wir ebenfalls einen 50% Lastzustand. Hier ist allerdings jeder zweite Raum belegt bzw. das Gerät darin eingeschaltet. Auch hier erhalten wir 36% zu viel Durchfluss, weil ja genauso gut eine geringere Gesamtwassermenge fließt und sich damit der Druckverlust in Wärmetauscher und Rohrleitung reduziert hat. Das letzte Bild zeigt abschließend einen Schwachlastbetriebszustand. Die ersten 6 Räume sind nicht belegt bzw. die Geräte darin ausgeschaltet. Wie aus den ersten Darstellungen zu erwarten, steigt an den Fan-Coil-Units 7 und 8 der zur Verfügung stehende Differenzdruck weiter an. Daher steigt auch der Durchfluss, jetzt auf 143% oder 450 Liter pro Stunde. Damit erhöht sich auch die Kühlleistung weiter, sodass die Ausblastemperatur weiter absinkt und unangenehme Zugerscheinung entsteht. Diese Überversorgung führt damit zum Komfortmangel. An den Fan-Coil-Units unseres Hotels werden jetzt differenzdruckunabhängige Regelventile installiert. Das heißt, das TBVCM ist durch ein TA-Modulator mit dem digital konfigurierbarem Antrieb TA-Slider ersetzt. Wir betrachten erneut den Auslegungszustand, finden das gleiche zufriedenstellende Ergebnis wie im ersten Beispiel. Bei Vollbelegung des Hotels sind alle Fan-Coil-Units eingeschaltet, überall fließt die notwendige Wassermenge und wir haben eine gleichmäßige Versorgung. Jetzt betrachten wir den Schwachlastbetriebszustand 25%, wo nur noch die Geräte in den Räumen 7 und 8 zu versorgen sind. Die TA-Modulator-Armaturen erfassen den Differenzdruckanstieg im System. Auch hier fließt ja in Summe eine geringere Menge, weil die Verbraucher 1 bis 6 geschlossen sind. TA Modulator hält den eingestellten Durchfluss aber konstant. Das heißt, die Armatur passt sich an den höheren Differenzdruck an und wir haben keine Komfortbeeinträchtigung. Unser System ist bei Nennlast und auch im Schwachlastbetrieb optimal geregelt.